Meine lieben YouTube-Freunde, mit meinem achten Channeling ist der Monat Oktober zu Ende gegangen. Auch der Sommer verabschiedet sich in diesem Monat mit der Sommerzeit. Ich möchte heute noch kurz auf meine Channeling-Arbeit eingehen. Vielleicht versteht ihr es besser, wenn ich erkläre, wie ich arbeite. Ihr konntet sehen, wie ich mich mit der geistigen Welt verbinde, wie ich in die Tiefe gehe. Ich möchte als erstes meinen Kunden danken, dass ich diese Videos veröffentlichen durfte. Mein Bedürfnis ist es, durch solche Beiträge Menschen anzusprechen, damit sie sich trauen können, in ihren Nöten sich Hilfe holen zu können. Meine Kunden haben dieses Vertrauen zu mir und kommen immer wieder auf mich zurück. Im Leben gibt es immer wieder neue Probleme. Mit dem letzten vierten Channelings waren es reine Kunden-Channelings mit unterschiedlichen Themen. Beleuchten wir kurz Channeling Nummer 5. Ein geschäftliches Anliegen. Eine brisante Frage, die zu beantworten werden sollte. Die Antwort geht weit in die Zukunft hinein. Das sechste Channeling ist eine Liebe zwischen zwei Gleichgeschlechtlichen. Heutzutage kein brisantes Thema mehr. Früher war es für solche Menschen ein Spießrutenlaufen. Heimlich wurde es geführt. In diesem Channel wurde eine andere Jahreszeit, ein früheres Leben aufgezeigt, indem es auch betont wurde, wie diese Personen gelitten hatten. Ganz stark zeigen die Engel darauf hin, dass es hier aber nur um die Liebe geht. Nur darum geht es. Darüber sollten und müssen einige Menschen auch heute noch nachdenken. Deshalb ist dieses Video so wichtig. Das siebte Channeling-Video ist: Ein Vater kämpft um sein Kind. Er möchte bei Gericht erwirken, dass sein Kind ein besseres Leben bekommt, was er ihm auch bieten kann. Trotzdem warnt die geistige Welt. Dieser Vater hat sich eine schwere Aufgabe für dieses Leben ausgesucht. Doch gleich, wie er sich entscheidet, welchen Weg er wählt, ist es der richtige Weg. Ich weiß von diesem Kunden, dass ich weiter an seiner Seite stehen werde, ihn begleiten werde, egal welchen Weg er wählt. Hier wird deutlich gemacht, dass einige Menschen die eigene Wahl haben, welchen Weg sie zu gehen haben, welchen Weg sie gehen sollen. Nicht alles ist im Leben eines Menschen vorgeschrieben. Man kann auch teilweise selbst entscheiden. Alles sind Lernaufgaben. Das achte Channel. Die Ehekrise. Die Frage, wie geht es weiter? Hier geht es um eine Ehe, die am Zerbrechen ist, eigentlich zerbrochen ist, was heutzutage sehr oft der Fall ist. Die geistige Welt hat hier klar gezeigt, wie zwei Menschen in großer Liebe heirateten. Und was daraus geworden ist, wie der Ehemann
einen großen Lernprozess hat und wie er es meisterte. Ja, was ihm bewusst wurde, wie er erkannte, wo sein Platz ist, wo er hingehört und wie die Liebe zu seiner Frau noch größer wurde. Mit diesen 4 Kunden-Channelings habe ich die Themen angesprochen, was in der heutigen Zeit sehr häufig vorkommt. Es sind Themen, über die man nachdenken sollte. Können wir daran etwas ändern? Oder war es immer schon so? Warum zeigen die Menschen mit Finger auf andere? Oder warum werden schlechte Nachrichten oftmals gierig aufgenommen, als wenn man sich daran ergötzen könne? Ich möchte euch allen den Frieden, die Liebe und die Freude senden, damit das Leben wieder lebenswert ist. Denn ich erlebe und habe einen tiefen Einblick in die einzelnen Schicksale, Situationen der Menschen. Aber ich bin dann glücklich, wenn ich helfen kann und die Menschen, denen ich geholfen habe, zeigen ihre Dankbarkeit zu mir. Und dafür möchte ich mich bei all diesen lieben Menschen bedanken. Danke an euch. Ich hoffe, dass ihr auch diese Videos gern angehört habt und bin auf eure Kommentare gespannt. Teilt mir mit, ob ich weitere Channelings machen soll. Ich wünsche euch eine gute, wunderschöne Zeit. In Liebe, eure Deria.